Ja Leute, herzlich willkommen zu dem letzten Video mit der 2019er 96 SMCR. Ich wollte euch nochmal so ein kleines Fazit geben, wie ich das Teil jetzt die letzten Tage fand. Also ich habe schon mal knapp 420 Kilometer drauf gefahren, also ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß damit. Ja, und jetzt muss ich sie leider zurückbringen. Ja, mit was fange ich an? Also das ganze Teil macht alles in allem auf jeden Fall mega Bock. Auch wenn viele wahrscheinlich von euch sagen werden, ja, es ist niemals zu vergleichen mit einer EXC. Klar nicht, aber es gibt nun mal auch andere Bikes wie eine EXC und die können auch richtig viel Spaß machen. Ja, ich bin auch mit der ein paar Mal so kleinere Touren gefahren. Einmal glaube ich knapp 180 Kilometer an einem Tag. Was für mich schon wirklich viel ist, da ich mit der EXC wirklich nicht viel Strecken fahre, außer ich bin im Urlaub damit. Also jetzt, wenn wir bald wieder auf Italien gehen, ist das natürlich was anderes. Da werden wir am Tag auch richtig viel fahren, besonders weil wir von früh bis abends unterwegs sein werden. Aber ansonsten mache ich das definitiv nicht. Allein schon deswegen, weil mir schon nach wenigen Kilometern der Arsch wehtut. Ja, das wäre schon mal der erste Punkt. Also Komfort ist bei dem Teil definitiv viel höher wie bei der alten SMCR. Ich finde die Sitzbank ein bisschen schöner, die ist zwar ein bisschen rutschig, aber sitzen tut man da wirklich bequem drauf. Dann kommt besonders noch der Motor dazu. Durch diese neue Ausgleichswelle läuft der wesentlich ruhiger. Also der Lauf jetzt, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel Drehzahl ich gerade habe, aber der ist auf jeden Fall nicht hoch und auch wenn ich jetzt vollkommen durchlade, sind die Vibrationen wirklich gering. Also wer da noch, wenn der alte 96 hat und kennt, also man gibt mal untertourig Gas, da wackelt das ganze Moped rauf und runter. Da haben sie echt einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht, was eben den Komfort angeht. Was ich auch noch sagen muss, Tankvolumen bzw. Spritverbrauch. Ich bin jetzt mit dem Teil nicht so extrem geballert, also ich würde sagen kaum geballert, aber der Spritverbrauch war wirklich gering. Beziehungsweise weiß ich auch nicht, wie viel ich, ja, wie viel in den Tankvolumen geht. Ich habe nach knapp 200 Kilometern etwas über 10 Liter getankt, was sagen wir mal 5 Liter auf 100 Kilometer sind. Und das ist definitiv nicht viel. Da schafft meine 450er EXC mehr. Also da, wenn ich ein bisschen zufahre, verbraucht die auf jeden Fall mehr wie das Teil hier. Ja, ansonsten vom Aussehen her habe ich schon mal Instagram angesprochen. Es sieht wirklich EXC-like aus, meiner Meinung nach. Von der Seite auf jeden Fall. Von der Seite wirkt das ganze Bike wirklich dünn. Aber zum Beispiel so Sachen wie das Heck, wenn man das Heck von oben betrachtet, dadurch, dass der Tank wahrscheinlich auch mehr Volumen bekommen hat, wo ich mir aber nicht sicher bin, hat man da wirklich, sieht das wirklich nicht schön aus, da der Tank einfach wirklich extrem breit ist und das Heck dann wieder total zusammengeht. Ansonsten, die Front gefällt mir wirklich gut. Ich finde nur am Scheinwerfer diese seitlichen, weiß ich nicht, Flügel, die da dran sind, die sind wirklich auch nicht meins. Die machen dem Ganzen eine wirklich komische Form. Ja, viele von euch haben dann auch noch geschrieben, als ich gefragt habe, was euch denn noch interessiert. Ja, Vergleich EXC S96. Kann man eigentlich so nicht vergleichen. Es sind, klar, sie sind in der gleichen Kategorie Supermoto, aber sie sind trotzdem was komplett unterschiedliches. Die ist alltagstauglich, beziehungsweise EXC kann auch alltagstauglich sein. Aber lange nicht so bequem, lange nicht so geil für Langstrecken. Und halt eben viel wartungsintensiver, wie eben jede EXC ist. Ich denke mal, der hat man genau den gleichen Wartungsintervall wie bei den alten. Und zwar 10.000 Kilometer oder glaube ich jedes Jahr Ölwechsel wahrscheinlich. Ja, und an den Kolbenwechsel oder kompletten Motor überholen muss man bei so einem Teil gar nicht denken. Ich kenne einige, die immer mal in einem Forum schreiben, wann denn, ob sie jemanden kennen, der schon mal den Kolben gewechselt hat bei seiner, aber. Also ich würde behaupten, man kennt auch in den amerikanischen Foren einige Leute, die weit über 100.000 Kilometer mit den Bikes haben. Und einer zum Beispiel habe ich mal gelesen,
Das soll einfach nur die zweite Kupplung drin gehabt haben. Und mehr soll der gar nicht bisher gemacht haben. Ja, dann kommen wir noch zu den Wheelies. Die habe ich ja im letzten Video schon angesprochen. Also die gehen wirklich geil mit dem Ding. Ich würde mir da noch eine andere Übersetzung drauf knallen und eine andere Sitzbank. Und dann kann man damit wirklich auch beim Wheelen Spaß haben. Klar ist das mit Stunten und so, kann man mit Sicherheit machen, mit einer Sportler geht's ja auch. Aber dann kann man sie auch wieder für den Alltag vergessen. Aber so, um ein bisschen Spaß damit zu haben, ein bisschen damit rumzuwheelen, ist die vollkommen ausreichend. Also man merkt das Mehrgewicht wirklich nicht. Ich habe da auch immer nicht dran geglaubt, dann habe ich gedacht, so, hey, das kann nicht sein, wie kann man denn die 15 Kilo nicht merken? Aber man merkt die wirklich nicht und sie wiehlt sich leichter und auch dieses Hin- und Herschmeißen jetzt hier, merkt man auch nicht. Was ich bloß ein bisschen speziell finde, das Fahrwerk, Zoom-Motorfahrwerk, klar für Straße ausgelegt, aber es ist wirklich bretthart. Also es ist wirklich hart eingestellt und ich wiege schon über 90 Kilo. Ich schätze mal, solche Fahrwerke sind auf 80 Kilo eingestellt. Auf irgendein normales Durchschnittsgewicht von Menschen, Mann, Frau, wie auch immer. Ja, also da muss ich wirklich sagen, Props an KTM. Wheelen tut das Teil echt gut. Wo ich nur ein bisschen Angst habe, ist um die Kupplung. Das war mit meiner alten 690 das Problem, da habe ich es mal übertrieben und da war die Kupplung schnell kaputt. Das weiß ich nicht, wie das bei diesen ist. Da hat die Kupplung einfach, was das angeht, nicht so viel ausgehalten wie eine XC-Kupplung. Meine XC-Kupplung ist knapp 300 Betriebsstunden verbaut, die sie im Enduro-Bereich benutzt worden, wo sie auch echt hart rangenommen wird. Aber halt auch zum Stunten. Und beim Stunten wird auch logischerweise. Das heißt Stunten. So viel kann ich auch nicht. Aber da wird die Kupplung auch wirklich stark beansprucht. Und die geht immer noch perfekt, also die rutscht überhaupt nicht durch. Da funktioniert wirklich alles. Ich hoffe übrigens, man versteht mich. Hier ist gerade ziemlich windig. Da wird wieder einige Windgeräusche mit drin sein, aber da kann ich leider auch nichts dagegen machen. Ja, und am Ende würde ich jetzt nochmal dazu kommen, wie viel kostet so ein Bike? Ich habe jetzt schon gelesen, es gibt mittlerweile neue Angebote, natürlich komplett original, irgendwie nicht mit Agra-Auspuff oder sonst was, für knapp 9000 Euro, habe ich gehört. Ja, der Preis war ja anfänglich mal auf 11.500, also wenn ich da jetzt falsch liege, berichtigt mich bitte. Aber ich habe schon von einigen Händlern schon gehört, das Teil gibt schon für 8.990 Euro. Was für mich als Schlussfolgerung, beziehungsweise was ich als Schlussfolgerung daraus ziehe, dass das Motorrad anscheinend gar nicht so beliebt und gefragt ist, wie vielleicht KTM dachte. Die alten 690, die sind immer noch extrem im Preis, auch noch extrem gefragt, besonders jetzt, weil das neue Modell vielen nicht gefällt. Wobei ich auch sagen muss, man muss sie mal in echt gesehen haben, man muss sie mal mit dem Rekord gesehen haben und so weiter, dann macht die auch wirklich was her, macht auch wirklich Spaß. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen würde, mir eine alte 690 zu holen oder jetzt das ganz neue Modell, das wäre wirklich schwierig. Weil ich hätte auf das neue Modell genauso Lust. Ich würde auch sagen, ich nehme das neue Modell, auch wenn ich ein bisschen an Sound einbuße, aber den Fahrkomfort würde ich dann wirklich genießen, weil ich ja die XC, die haben wir jetzt nicht ausgeschlossen, immer noch haben würde. Ja, also ihr könnt mir gerne nochmal eure Feedback, beziehungsweise euer Feedback, eure Ideen, die ihr zu dem Bike habt, beziehungsweise eure Eindrücke, die ihr zu dem Bike habt, in die Kommentare schreiben. Von mir soll es das gewesen sein. Ich liefere das Bike jetzt leider ab. Mal sehen, vielleicht kommt in Zukunft mal noch was anderes. Auf was ich so Lust habe, mal Probe zu fahren. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten EXC Enduro Video, irgendwie sowas. Das Teil geht jetzt zurück. Danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao.